So, jetzt haben wir nochmal die Moränentürme. Und versuchen natürlich wieder unser Bestes hier, das Match für uns zu entscheiden. Natürlich versuchen wir das. Alles andere wäre entgegen des Spielprinzips, wenn man versucht, wenn man nicht versucht zu gewinnen. Dammit, Volltreffer. Oh! Yes! Oh, Leute, sehr schön. Oh, Mist, Mist. Ich wollte gerade noch mal in Deckung gehen, aber hey, ich habe 5 Leute ausgeschaltet. Ich habe die sehr gut aufgehalten. Leider hat mein Team in der Zeit nicht die Zeit genutzt, hier in der Mitte alles tatsächlich mal einzuspritzen. Schade eigentlich, aber da war vielleicht noch jemand irgendwo. Kann natürlich auch sein. Vielleicht hatten die auch anderes zu tun, man weiß es nicht. Oh. Kind, mach das nicht normal. Immerhin habe ich ihn auch noch erwischt. Das war sehr unvorteilhaft für mich, aber ich habe ihn noch erwischt. Das ist gut. Und dann hüpfe ich einfach mal da hoch zu ihm. Also zu dem da. Und guck mal, was ich hier machen kann. Ah, oh, natürlich werde ich schon wieder erwischt. Oh, das sind 2. Das sind Mist, da waren 2. Ah, na gut, gegen 2 hat man dann vielleicht nicht unbedingt so die Chance. Aber es sieht immerhin ganz gut für uns aus, momentan. Ah. Mist! Ich hab vor lauter Tinte keinen gesehen, es sieht nicht gut für uns aus. Warum ist denn hier auf einmal wieder alles grün? Ey, da steht man mal und alter Falter. Die haben das gewonnen, oder? Was hat denn der Rest? Ich habe am Anfang 30... Natürlich haben die gewonnen. Ich habe das halbe Team am Anfang aufgehalten und kaum mache ich das nicht mehr. Ach, wie ärgerlich. Das war fast schon ein sicheres Match und dann kommen die wieder. Ich pack's nicht. Mensch, Mensch, Mensch. So, es wird definitiv Zeit, dass wir hier nochmal, dass wir hier die Verlierersträhne nochmal brechen und eventuell hier einfach mal eine etwas andere Taktik wählen und mal einen anderen Weg gehen. Wow, okay, okay, Schilde unterwegs, Leute, Schilde unterwegs. Nicht schön. Wow, hey. Mist, ich da! Hat der sich versteckt, die Sau? Hat der sich versteckt?
Wow, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Dammit! Kein gutes Match für mich momentan. Hallo, ich habe gesagt springen. Alter, hat der sich da hinten angeschlossen oder war der die ganze Zeit da und hat sich versteckt? Ist gerade ein bisschen stressig. Ist definitiv kein schlechtes Team hier. Oh, das Leer war noch da. Mensch! Schaltet doch mal irgendjemand dieses Team aus, das gibt's doch nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe hier noch keinen Stern sehen von denen. Alles egal, alles egal. Die haben die gewonnen? Haben wir gewonnen? Die haben gewonnen. Oh, das war knapp. Damn. Aber das war auch echt ein schlechtes Match für. Also, wow. Ja, ist. Ja. Kann das wirklich sein, dass ich so oft gestorben bin und trotzdem der Beste in meinem Team war? Das kann eigentlich nicht sein, oder? Weil das wäre echt traurig, dann das wird auch erklären, warum wir verloren haben, aber naja. Fast hätten wir es geschafft, die Verlierersträhne zu durchbrechen. Vielleicht kriegen wir es diesmal hin. Ich hab so gehofft, dass ich mein Schild rechtzeitig krieg. Das ist für meine Taktik so wichtig, dieses blöde Schild zu kriegen. Weil ansonsten, klar, wenn ich ohne Schild hier mitten in die gegnerische Basis laufe quasi, dann natürlich werde ich erledigt. Natürlich, das ist mir auch bewusst, aber deshalb hoffe ich immer schnell auf mein Schild. Immer auf ein schnelles Schild. Macht ihn fertig. Ich wollte gerade sagen. Alter, hat er mich in der Luft. Das war ein sehr schöner Kill für ihn. Definitiv. Und ich springe einfach nochmal hoch zu ihm. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, wenn wir hier geschlossen rumwuseln. Weil das gibt dem Team die Möglichkeit, also das gibt dem gegnerischen Team die Möglichkeit, relativ schnell an uns vorbei zu wuseln. Und das ist nicht gut.
bleib jetzt einfach hier und versuch ihn hier zurückzuhalten, dass nicht funktioniert. Doch, was funktioniert tatsächlich sogar. Und ich würde sagen, damit haben wir unsere Verlierersträhne durchbrochen. Zurück zu einer Siegersträhne, hoffentlich. Das sehen wir dann im nächsten Match. Aber es ist spannend, es bleibt spannend. Es wird völlig egal. Es bleibt fest. So, ich bleib jetzt tatsächlich mal ein bisschen hinten und will zuerst mein Schild, bevor ich hier nach vorne presche. Normalerweise ist es ja tatsächlich meine Taktik, nach vorne zu preschen und das Team, das Gegnerische einfach schon zu stören, bevor die irgendwas machen können. Aber da wir es momentan mit starken Teams zu tun haben, die mich sehr, sehr schnell ausschalten können, bin ich hier einfach mal ein bisschen vorsichtiger. Wow, hey, dammit. Okay, der hat mich gesehen, aber... Oh, soweit sieht es doch erstmal ganz gut für unser Team aus. Ich weiß, dass er da ist, aber ich habe ihn nicht gesehen, was echt unpraktisch ist. Oh, das war knapp. Ah! Du schon wieder. Ich bin nicht weggekommen. Nein, warum? Okay. Das ist nicht gut. Die machen gerade zu viel in der Mitte hier. Das gefällt mir nicht. Weil wenn das so endet, haben wir definitiv verloren. Das kann nicht sein. Ein letztes Raid! Ich glaube, die haben gewonnen. Bin mir ziemlich sicher, die haben gewonnen. Das ist viel zu wenig lila Tinte, viel zu viel grün. Nein! Noch keine Siegersträhne an dieser Stelle, aber auch noch keine Verlierersträhne. Von daher mal gucken. Mal gucken. Was hab ich denn da gemacht? Ja, da ist schon jemand. Der war ein bisschen schneller als ich. Und hat mich natürlich auch erwischt, weil sie mich immer erwischen. Das gibt's doch nicht. Immer. Immer.
brauche nur mein Schild. Alter, der war noch da. Ich find's schön, dass da einer oben rumsteht bei denen und wohl für Ärger sorgt. Normalerweise das, was ich so mache, diesmal habe ich hier die Rolle des Mittelkämpfers übernommen. Und bin ich mit der Rutsche mächtig runtergerutscht? Nein! Die kriegen alles. Ich hoffe, die kriegen das vorne hin. Nein, weil ich weiß, dass wir es in der Mitte nicht hinkriegen. Da rennt jemand hoch zu unserer Basis. Was soll das denn? Das glaubst aber auch nur du. Ich weiß echt nicht, ob das gereicht hat. Ich glaube nicht. Aber ein Roller ist auf dieser Map halt echt... Es hat gereicht! Yes! Ein Roller ist auf dieser Map halt wirklich extrem, extrem praktisch, weil er halt einfach... Oh, 999, auch nicht schlecht. Weil er einfach so viel auf einmal eins klecksen kann. Das ist der Wahnsinn. Oh Gott, wo springe ich denn hin? Ich bin so... Ich krieg's aber auch echt nicht hin, die Leute mal zu erledigen, ne? Das ist... schlimm. Nein! Wow. Nein! Bin ich schnell genug zur Seite gekommen, aber gut, ich meine, der Sniper hatte hier natürlich durchaus bessere Karten. Macht aber auch nichts. Mein Team soll hier hinten mal ein bisschen weiter aufräumen. Ich gucke in der Zeit, dass hier mal wieder mehr rosa wird. Wobei wir da unten...
jemand haben, der das erledigt mit einem Roller. Das ist eine gute Sache, denn er ist nämlich schneller. Hier war keine Map. Okay, der Roller hat sich nicht drum gekümmert. Okay, nee, dann mache ich es halt doch. Wenn man nicht alles selber macht hier. Wir haben verloren. Natürlich haben wir verloren. Mein Team kriegt ja gerade nichts allein auf die Reihe. Goddammit. Und ja, ich gebe die Schuld dem Team jetzt wieder. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dass immer nur dort, dass alles grün ist, wo ich gerade nicht bin. Ich meine, ich weiß nicht, was die machen. Ich bin mir sicher, die geben sich Mühe, aber irgendwie klappt es gerade echt nicht. Mist! Ah, da bin ich voll reingelaufen. Das wäre eine gute Chance gewesen. Klicke, hört ihr mich klicken? Ah, das kam zu überraschend. Und das ist tatsächlich nicht gut. Da habe ich nicht gesehen, dass der gerade... Das war blöd, weil ich habe schon geklickt, da wurde er gerade erledigt. Das ist natürlich richtig blöd. Und Chess klebt mir hier an der Backe. Habe ich auch das Gefühl. Also zumindest habe ich gerade im Moment das Gefühl, ich bin mir ziemlich sicher, das bleibt nicht so. Komm schon, ich konnte sie kurz aufhalten. Hat das was gebracht? Ich glaube schon. Das ist auf jeden Fall sehr lila gerade. Das müssen wir jetzt noch eine Minute halten ungefähr. Eine Minute. Go, 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 go! Sieht sehr gut aus. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Es ist so lila. Ich bin tot. Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Woo!
Oh, ein neuer Effekt. Okay, öfter mal was Neues. Oh, und Verteidigung, das ist extrem gut. Und Verteidigung kann ich immer gut gebrauchen, deswegen... Panik. Zu Recht. Von daher, das Schild war jetzt tatsächlich nicht nötig gewesen. Wäre nicht nötig gewesen, aber... Mist! Es hat funktioniert. Was ich da gemacht habe, war eine Selbstmordmission, aber es hat funktioniert. Puh. Sie hat mich erwischt. Ah, Mist. Okay. So. Oh Gott. Holy mother of damage. Huch, was ist denn hier los? Fehlt irgendwie Tinte? Hier hat jemand den Tintenkiller ausgepackt. Das hier hat uns auf jeden Fall den Sieg eingebracht. Wir haben gewonnen. Ein weiterer Sieg für Team Aioli. Aber genau 30% ist auch cool. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und ich glaube wirklich, dass die Reihenfolge, die ist doch festgelegt. Das ist doch nicht mit den Punkten. Das ist nämlich völlig egal, wie viele Punkte ich habe. Die Reihenfolge da ist immer gleich. Von daher... Macht nix, wir spielen weiter. Wir sind noch lange nicht fertig mit dem letzten Splatfest.